Ja, guten Tag zusammen. Willkommen zurück zu 7 Days to Die, Nordisch allein zu Hause. Und ja, ihr kennt das Bild, das kennt ihr schon aus der letzten Folge. Oh. Ja. Gut. Die Emotion kennt ihr auch aus der letzten Folge. Ja, ja, wir sind hier noch im Wasteland. Wollen dann ein bisschen rumwirbeln. Und gucken, was wir so Schönes finden können. Bis jetzt ist der Loot eher überschaubar. Also so richtig was Tolles haben wir nicht gefunden. Was vielleicht dann auch damit zusammenhängen könnte, dass das jetzt erst gefixt worden ist mit dem Level Loot. Alter, was wollen die alle von mir? So, hier vorne war, glaube ich, das Kino, wenn ich mich nicht irre. Hallo. Ja, da was weiß ich, zum Beispiel mal so ein Rezept für eine Armbrust oder so ein Blödsinn. Irgendwie so was Tolles. Ich muss mal gucken, was vorne jetzt dieser Laden war. Ob das ein Buchladen war. Das würde ich ja nun mal äußerst toll finden. Und hier möchte ich eigentlich auch ganz gerne mal rein. Zumindest hier vorne ins Kassenhäuschen. Da findet man eigentlich unter der Kasse oder an der Kasse eigentlich auch mal was Feines. So. Die ist lockt, die Tür. Ich gehe jetzt momentan so ein bisschen selektiv vor. Weil ich eben auch nicht so viel Platz habe und auch nicht so viel Zeit habe. Mann, der Weg ist jetzt nicht so lang, aber so 22 Uhr. Ich denke mal, ich werde mich dann trotzdem schon auf den Rückweg machen. Vielleicht gucke ich nochmal im Buchladen vorbei, wenn das ein Buchladen gewesen ist. Ich weiß es nicht. Aber ich wollte mir sowieso erstmal nur einen ersten Eindruck verschaffen, so wie es hier aussieht im Wasteland. Was hier für Gebäude sind. Bis jetzt muss ich ganz ehrlich sagen, eher mau. Eher mau, weil man darf ja nicht vergessen, dass ich wollte eigentlich Material für mein Minibike finden. Wir haben zwar jetzt Kabel gefunden, aber ist ja, ne, wir brauchen da ja noch ein bisschen mehr. Wir brauchen da noch so ein Handlebar, wir brauchen noch diese Lichter. Also so ganz toll ist das ja ehrlich gesagt nicht. So, mal gucken, was der Safe gleich sagt, wenn er offen ist. Ja, nun gib nach. Du bist auch schon kaputt. Los. Gib nach. Na. Komm schon. Komm schon. Na gut, ich habe meine Stamina ist bescheiden. Meine Pickaxe ist auch so langsam am Abdriften. Na komm, dann reparieren wir dich nochmal und vielleicht kriegen wir dich dann mal kaputt, die scheiß Tresor. Was ist nur ein kleiner Tresor? Na also, geht doch. Auch wieder zwei Bücher drin, das ist doch nicht wahr jetzt. Ja, so toll ist das nicht. Ich bin zwar, wie gesagt, sehr selektiv momentan, aber nichtsdestotrotz hätte ich mir wesentlich mehr hier erwartet. Vor allem mehr Autos. Ich brauche mehr Autos. Nichtsdestotrotz nehmen wir natürlich den ganzen Krempel mit und dann werden wir den zu Hause erstmal abladen. Und dann denke ich mal, werden wir am kommenden Tag nochmal herkommen. Ja, doch, ich denke schon. Ich muss dann ja auch schon wieder so ein bisschen Tag an Tag 49 denken. Da kommt nämlich... Ah, da ist die Tür offen. Denn an dem Tag... Oh, den Helm werden wir mal anziehen. Weil wir momentan keinen Helm aufhaben. Was haben wir denn hier? Dunkel. Ja, komm, ich werde da gar nicht erst groß reingehen. Da werde ich mich nochmal am nächsten Tag mit vergnügen.
Erstmal aufklären, gucken und dann schauen. Ich wollte aber noch mal rausfinden. Da ist er. Working Stiff Tools. Okay, also ein Toolsladen. Sehr schön. Da gucken wir, glaube ich, kurz noch mal rein. Vielleicht finden wir ja noch mal das ein oder andere Werkzeug, was ich gut gebrauchen kann. Nein. Ach scheiße, ich brauche unbedingt mein Dings wieder, mein Mining-Helm. Weil der wurde mir, glaube ich, zerstört, wenn ich das richtig sehe. Oh, da hinten ist der Hund. Auch nichts Tolles drin. Tür ist offen. Nix. Nix. Aber beides mit. Auch wenn wir Antibiotika bis zum Abwinken haben, aber muss ja, ne? So ein bisschen muss man ja. So, die scrappen wir mal weg. Die scrappen wir auch mal weg. Die scrappen wir weg. Was haben wir noch was zum Scrappen? Das sieht nicht so aus. Ein Beaker. Sonst hast du nie Beaker gefunden. Jetzt findest du tausende Beaker. Na gut, das wäre jetzt auch erstmal ein dritter, aber naja. So. Da werden wir auch nochmal reingucken müssen. Gut, ich denke mal, ich werde mich auch auf dem Rückweg machen. 2 Stunden hätte ich noch Zeit. Und vor... Oh. Oh. Jetzt muss ich mal kurz gucken. Kann ich denn noch mal... Vitamine können wir noch mal so nehmen. Das ist schon gar nicht verkehrt. Was hast du hier oben drin? Noch mal 3. Sehr schön, die Pickaxe lassen wir da. Obwohl, die können wir scrappen. Gibt ja immerhin 12 Scrap. Also von daher... Was haben wir da? Ah, eine Bullet-Schematik. Die lernen wir natürlich mal. Wenn wir hier schon die Möglichkeit haben, dann können wir uns 10 mm Bullets können wir uns jetzt craften. Sprich für die SMG. Okay. Take all. Ich muss mal eben die Pumpgun rausholen, weil ich habe da draußen gerade schon einen Hund gesehen. Machen wir uns jetzt auf den Weg nach Hause? Komm, wir machen es auf den Weg nach Hause. In welche Richtung muss ich denn da? Dahin muss ich hin. Mal kurz im Sport nach Hause, dann kann ich mich nämlich dort auch gleich schon entmüllen. Weil es macht ja keinen Sinn, hier noch einen Tag zu bleiben, wenn man weiß, oder über Nacht zu bleiben, wenn man weiß, dass man sich eh entmüllen muss. Das macht ja halt gar keinen Sinn. Überhaupt gar keinen. Ah, vielleicht sollte ich mir mal ein Bier mal reinziehen. Kann ich zumindest über eine kurze Zeit sprinten. Um 20 Uhr, 2 Stunden sollte ich schaffen. Also ich hätte mir persönlich mehr Autos gewünscht. Ich habe auch irgendwie so das Gefühl, vielleicht war das dann vielleicht auch nur meine Erinnerung an Neverskane, aber ich habe irgendwie das Gefühl, dass wesentlich weniger Autos auf den Maps hier zu finden sind. Also finde ich persönlich nicht wirklich gut, zumal man natürlich in den Autos gerade die interessanten Sachen findet. Also sowas wie jetzt, keine Ahnung, man findet dort ja auch mal Kettensägen oder Batterien und ach was weiß ich, halt so die ganzen Teile, die man so braucht. Fürs Minibike zumindest. Und wenn man natürlich keine Autos hat, findet man natürlich auch das Material nicht. Das macht natürlich auch herzlich wenig Sinn. Guten Tag. Ey. Gibt's doch nicht. Ich kriege eine geklatscht und werde befördert, hätte ich fast gesagt. Werde hier noch aufgelevelt. Wahrscheinlich war das genau der eine Zombie. Und hier läuft ordentlich was an Viechern rum. Hätte ich jetzt eine Armbrust, dann hätte ich die noch mit weggemacht. Aber ohne Armbrust ist Jagen irgendwie bescheiden. Also da musst du schon, glaube ich, einen richtig guten Bogen haben.
Und am besten noch Stahlpfeile. Und beides kann ich nicht. Also ich meine, Bogen natürlich, klar. Ach, ich dachte, oh, das wäre ein Bär. Zum Glück war es nicht. Uhr, das wollten wir eigentlich schaffen. Da ist noch ein Hirsch. Schau mal, wie viele Hirschs laufen denn hier rum? Haben die kein Zuhause? Ja, das muss ich mal überlegen. Wir haben dann nachher Tag 45. Dann haben wir noch Tag 46, 47, 48, 49. Also 4 Tage Zeit, eigentlich noch das Haus weiter auszubauen. Das sollte möglich sein. Das sollte möglich sein. So, 3/4 Stunde noch. Moin, moin. Ah, hast Glück gehabt. So. Rasant übers Land. Wie weit haben wir es noch? Ein kleines Stückchen haben wir noch. Sollten wir aber vielleicht eventuell unter Umständen schaffen. Hallo. Du hast mich so nett angeguckt. Da muss ich dir einen einfach als überziehen. Hätte mir dieses Gelaufe. Da kommt schon mal das Metallhäuschen. Das heißt, wir sind gleich da. Hoffe ich. Weil wir die nur schon hier irgendwo festhängen oder hier noch irgendwo aufgehalten werden. Also nämlich dann auch schon knapp. Ist aber vielleicht mal ganz interessant. Wir brauchen also bummelig. Ich weiß gar nicht, wenn mich losgelatscht, müsste ich nochmal gucken in der Aufnahmepause. Ist dann vielleicht mal ganz interessant. Boah, Alter. Ganz interessant zu wissen. Damit man dann weiß. Boah, Alter, das wird aber echt knapp. Also so vorsichtshalber mit. Mit Sicherheitszeit würde ich mal so sagen, 2 Stunden. Ah. Eieiei. Mit Toreschloss. Mit Toreschloss noch schnell ab nach Hause. Ja, ich wäre normalerweise wär ich auch da geblieben. Aber ich hatte jetzt eh kein Holz dabei, um mir da vor Ort Kisten zu bauen. Hatte ich doch nicht, ne? Nö. Ich habe jetzt mal ein paar Sachen mitgenommen. Vielleicht jetzt nicht die allerwichtigsten. Aber naja. Und das gehört ja auch mit dazu. So, das kommt dahin. Das sortieren wir uns nämlich erstmal aus. Getränke haben wir hier nochmal 8 Stück. Die können wir eigentlich auch mal hier lassen. Das habe ich gar nicht gebraucht jetzt. Bier können wir auch mal hier lassen. 28 Kugeln. Was haben wir denn hier? Da haben wir Munition noch wieder oben drin, ne? Ja. So, nee, da sehen wir es ja. Ich habe die SMG und eine Magnum, sogar eine Fein Magnum von 381 und eine Good SMG mit 223. Gar nicht verkehrt, finde ich. Hauptsache, ich hab. So, dann auch so, wir haben ja dann auch noch Munition. Die brauchen wir ja auch noch. 27 Mal, das ist vielleicht nachher gar nicht verkehrt für die Nachthorde. Fragt sich nur, ob ich die Nachthorde denn diesmal wieder hier empfange oder ob ich das wieder oben mache. Ich muss mal gucken. Ein Sledgehammer, ich weiß gar nicht, kann ich einen Sledgehammer überhaupt bauen? Sledge, ich meine, ich hatte doch schon mal Iron Sledgehammer, tatsächlich. Ich habe doch mal einen gebaut, wie ihr gelernt. Gut, dann haben wir das, kommt da drüben hin. Die Federn kommen dahin. Essen können wir uns eigentlich auch schenken beim nächsten Mal, bei der nächsten Tour. So weit ist es nämlich nicht. Und dann können wir uns lieber schön hier was zu essen reinpfeifen. Noch ein bisschen Bär. So, Kaffee haben wir auch da. Eier können wir noch mit wegsortieren. Achso, hier. Weapon Repair Kits. Sehr schön. Da, ach nee, die Beaker hatte ich, glaube ich, da drin, ne? Beaker, ja. 3 Beaker habe ich jetzt. Das braucht ja auch kein Mensch.
So, dann haben wir Stahlpfeile, 20 Stück, auch nicht verkehrt. Werde ich aber auch erstmal weglagern. Upp, leckt. Stahlpfeile nehme ich noch. Dann können wir eigentlich das Öl auch nochmal hier lassen. Bullet Casings können wir auch hier lassen. Und fehlt natürlich dementsprechend Schwarzpulver. Also ich muss auch nochmal, vielleicht mache ich das an Tag 48 oder Tag 49, muss ich mal schauen, dass ich mir da noch aus den Minen noch ein bisschen Nitrat hole und noch ein bisschen Kohle hole. Damit ich da was machen kann. So, First Aid Kit sieht bei uns ja auch super aus. Also da brauchen wir uns gar keine Gedanken machen. So, das Material unten brauche ich. Die Schaufel können wir da lassen. Den Hammer, den lassen wir auch mal hier. Das Kabel kommt in meine Motorradkiste. Übrigens ein Chassis. Ein Chassis kann ich mir auch schon mal wieder selber craften. Denn macht gar keinen Sinn. Ich hatte mir das mal zu einer Zeit gebaut, wo ich dachte, okay, kommst ja vielleicht relativ zeitnah an Minibike, ja denkste. Und jetzt ist es gelb, jetzt kann ich sicherlich schon was wesentlich Besseres herstellen. Deswegen werde ich da mal gucken. Das müsste ich ja scrappen können, was kriegen wir raus? Viermal Scrap, das ist aber auch nicht viel. Und jetzt muss ich mal gucken, wie viel wir für das Chassis brauchen. Chassis, Minibike, Chassis. Gut, das sind 3, das sind 5. Und das sind 7, das sind 9, das sind 11. 11 brauchen wir. Wie viel kriegen wir da? Ich glaube 8. Kriegen wir, glaube ich, 8 raus, ne? Das müssen wir mal gucken. Nicht 8 Forge Iron, sondern 8. 8 von den Pipes. Achso, dann, ach egal, können wir gleich alles craften. Dann brauchen wir eh noch was zum Reparieren, von daher ist es wurscht. Und dann bauen wir uns daraus nämlich ein Chassis. Ressources, Minibike Chassis. Mal gucken, was wir rauskriegen. Vielleicht kriegen wir ja schon was Blaues raus. Weil desto besser natürlich die einzelnen Teile des Minibikes, desto besser ist es natürlich. Es ist genauso wie bei den Waffen auch oder bei den Kleidungsstücken. Alles eigentlich der gleiche Schmodder. Übrigens für diejenigen, die vielleicht eventuell unter Umständen darauf warten, dass ich hier das ein oder andere Tutorial noch mache. Ich habe mich natürlich dazu entschieden, ich mache das mit der Alpha 13, weil mit der 13 kommt noch viel mehr Neues als jetzt mit der Alpha 12. Und da werde ich dann das quasi mit einem Abwasch machen, dass ich dann auch mal das Leveling-System mal erkläre. Analog zur Alpha 9, da hatte ich ja schon mal so ein Tutorial gemacht und so wird das dann auch in Zukunft sein, dass ich da mit verschiedenen Sparten, dass ich da da hat es wohl jemand erwischt gerade. Ein Hirsch, hörte sich gerade so an. Und wir sind 85, sehr gut. Dass ich halt in den verschiedenen Bereichen, dass ich da Tutorials mache, dass ich ein spezielles Leveling-Tutorial mache, genauso wie Forging und auch Kochen werde ich alles wieder neu machen, weil auch teilweise die Rezepte geändert worden sind oder erweitert worden sind. Da werde ich nochmal ein komplettes neues Tutorial machen mit der Alpha 13. Ein spezielles Anfänger-Tutorial vor allem. Damit wirklich die Leute, die das Spiel zum ersten Mal spielen, dass die mit dem Spiel klarkommen oder dass sie sich erstmal informieren können, dass sie erstmal einen kleinen Grundstock an Informationen haben, damit sie erstmal anfangen können. Das ist mir eigentlich so verhältnismäßig wichtig. Und wie dem auch sei, ich werde jetzt hier noch die Nacht abwarten. Ich denke mal, dann werde ich mich wieder auf den Weg zum Wasteland machen. Und ich denke mal, auch die nächste Folge starten wir direkt beim Wasteland. Also ich werde dann, wie gesagt, die Nacht abwarten, werde hinlatschen und dann werde ich euch wieder begrüßen, wenn wir auf zweiter Loot-Tour sind im Wasteland. Vielleicht finden wir doch noch was Tolles. Schaut auf jeden Fall wieder rein, wenn euch die Folge gefallen hat. Lasst mir gerne einen Daumen hoch da. Und ja, dann sehen wir uns bei der nächsten Folge von 7 Days to Die Notch allein zu Hause wieder. Macht's gut und tschüss.